So, und damit herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntag um schneller, 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 schneller. Nein. Also wir sind im Moment auf der Autobahn. Und wir sollten vielleicht nicht auf der Gegenspur fahren. Das ist so ein Autospannenspiel, das heißt Turbo Rider. Nacht Turbo Rider. Und wir dürfen uns nicht von der Polizei schnappen lassen. Ja, genau. Ja, genau. Das Spiel habe ich euch, wie gesagt, wieder in der Beschreibung verlinkt. Das ist auch eines der Spiele, die ich von heise.de Download gefunden habe und dann auserwählt habe. Weil ich es richtig cool fand. Das Spiel, das ist einfach so dumm. Da oben hängt sogar so ein Teebaum oder wie die Dinger heißen. Die immer im Auto hängen. Man kann ja auch alles zerstören. Einfach, wenn man hier jetzt mal. Kann man einfach wegmachen. Kann man einfach kaputt machen. Das ist voll dumm eigentlich. Aber gut. Ja, das Spiel ist ganz witzig, weil man einfach fährt. Und man darf sich nicht von der Polizei erwischen lassen. Die Grafik ist, naja, so mittel. Und ja. Und der Sound ist extrem ekelhaft. Also so eine düdüdüdüdüdüdü Musik. Jetzt hat er das Spiel gerade aufgehängt. Mein Aufnahmeprogramm hat sich gerade auch aufgehängt. Ich will jetzt mal wissen, was passiert, wenn wir jetzt hier in die Gegenfahrbahn fahren. Ja, ich bin gerade einfach in ein Auto reingefahren, das hat niemand gejuckt. Ups. Oh. Ja gut, ich habe halt kein Lenkrad mehr jetzt, ne? Hä, der lenkt jetzt automatisch oder was? Ah ne, der fährt immer. Hä? Hä? Ist ja komplett dumm. Es ist so dumm. Wir machen hier mal mehr kaputt. Ui. Also das Spiel habe ich rausgesucht, nicht weil es wirklich wertvollen Sinn hatte. Man kann hier sogar selbst die Scheibe kaputt machen. Das ist komplett dumm. Dieses Spiel. Und irgendwann ist auch vorbei. Bei dem Spielen. Entweder schnappt uns da die Polizei oder irgendwas anderes passiert. Ja, was haben wir denn da in der Hand? Hey, was ist das? Kann man das auch wegnehmen? Das ist so dumm. Vor allem, wie das dann da rumfliegt. Eigentlich müsste das direkt runterfliegen. Also, ich habe es rausgesucht, weil das Spiel einfach komplett dumm ist. Das ist halt einfach. Aber ich finde es witzig. Vor allem, weil das Lenkrad so schnell kaputt geht und man das eigentlich unmöglich spielen kann. So. Somit, also, das ist halt. Man zerstört mir gerade das ganze Auto. Und ich fahre gerade die ganze Zeit hin und her. Oh. Oh, 1,9 Kilometer. Also das erste Mal habe ich nur ein. Also als ich es getestet habe, habe ich nur 1 Kilometer geschafft. Ja, da habe ich mich doch schon gesteigert. Und weil es eigentlich schon das ganze Spiel ist, denke ich, ich beende jetzt auch das Video. OP, press space to try again. Aha. Or press, ach so, Or. Da kann man die Musik ausmachen, das ist sinnvoll. Ja, und dann danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.